Die Reise bis hierher. Mit der Macht des Wächters wurde der Baum vom Verderben befreit. Doch noch immer waren Geister zu hören. Absalom, wirst du erneut reiten? Ja, mit dieser Einleitung, willkommen zurück zu Darksiders 2, oder auch genannt, hey ja, willkommen zurück. Ja, wir haben beim letzten Mal, ja, nicht viel geschafft, was Hauptquests angeht, aber eins haben wir nämlich gemacht, und zwar sind wir zum Baum des Lebens gelaufen und sind beim Baum des Todes rausgekommen. Ja, so kann es gehen und sind jetzt hier gegenüber dem Händler von Ostergruß, der hat uns mal hier begrüßt und entsprechend Aufgaben, ja, gegeben. Und zwar einmal, ihr erinnert euch sicherlich, einmal, verlorene Relikte. Die verlorenen Relikte von Ostergroths Volk sind unterschiedlich selten. Ostergroth zahlt gut für diese Relikte seiner Zivilisation. Ja, das ist ein Nebenquest, wieder Sammelaufgabe. Und dann haben wir eine Hauptaufgabe, der Fürst der Knochen. Ostergroth hat dir gesagt, dass der Quell der Seelen die Menschheit wiederherstellen kann. Um ihn zu finden, musst du zunächst den ewigen Thron aufsuchen und mit dem Fürsten der Glocken sprechen. Ja, so sieht's aus. Ja, für den ewigen Thron ist unsere Aufgabe. Finde den Glockenturm auf der Schlangenspitze und benutze ihn, um den ewigen Thron herbeizurufen. Ja, muss irgendwie Zusammenspitze offenbar und dann irgendwie, den ewigen Thron herbeirufen. Wie das denn aussieht, keine Ahnung. Ja, Portal zu den Schmiedelanden machen wir nicht. Wir gehen gleich, wir machen sofort weiter. Wir sind beim letzten Mal noch eingedeckt, aber wir weiß nicht, ob wir ausgerüstet haben. Das weiß ich nicht mehr. Haben wir ausgerüstet? Keine Ahnung. Wir haben hier ein paar Sachen verkauft, ja, aber. Wir haben ein paar Sachen gekauft, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier. Nehmen wir die hier. Ja, ich habe die zwar gekauft, aber ich habe die noch nicht ausgerüstet. Ja, ein bisschen blöd. So. Passt schon. So, Gesundheit. So. Ja, gut, das war's dann. Jetzt können wir weiter loslegen. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich kommentiere hier aber, also halt die Klappe. Ja, wir legen mal los zu neuen Arealen, weil wir sind auf komplett neue Weltkarte jetzt hier. Schmiede landen jetzt dahin, wenn wir zurück wollen. Aber wir haben jetzt hier noch was zu erledigen. Und ja. Wo mal hin? Ich weiß nicht genau, wir gehen immer mal hier in Reich der Toten jetzt im Übrigen. Und ja, ich renne nicht mit dem Pferd hier rum, weil ja, ich vielleicht übersehen würde. Ja, so sieht's aus. Ja, viel zu tun hier. Und da mal schauen, was wir hier denn zu tun haben. Ja, mal. Ja, aber Karte mal gucken, das wäre mal eine coole Idee. Ja, gut, hier. Ja, lang hier ist weit und breit nichts zu sehen, aber alle tot wahrscheinlich. Naja, ich weiß nicht. So, ja. Ich geh mal wieder zu Fuß. Weil halt besser ist. Wo sind wir jetzt? Was ist denn das jetzt hier? Wo sind wir jetzt? Das Klippenland. Aha. Im Klippenland. Ja, mal schauen hier. Was hier in so einem Klippenland so ist. Bisschen rumgucken, wäre eine coole Idee, weil überall könnten ja diese Steine noch sein. Hier waren immer noch nicht alle. Nur fast alle aus dem Schmiedeland. Aber hier gibt es wieder ein neues, komplett neues Areal. Also wieder komplett. Muss man hier rumgucken. Ja, ziemlich windig hier, wie es aussieht. Ja, haben wir uns mal Gedanken gemacht wegen den Download-Erweiterungen. Also die ganzen drei Kampagnen, die es noch gibt. Die man extra starten muss. Ich hab mir überlegt, die machen vielleicht ein eigenes Let's Play. Ja, gibt es dann die, wird irgendwann nach dem Hauptspiel fangen wir mal auf und dann machen wir irgendwann später die Erweiterungen. Weil die eine eigene Geschichte erzählen und wie ein eigenes Add-on im Grunde zu behandeln sind eigentlich. Haben mit dem Hauptspiel sowieso nichts zu tun, also tragen nicht zu der Story des Hauptspiels bei, so gesehen, sondern erzählen eine eigene Geschichte. Da haben wir gesagt, es wäre besser, wenn man da jetzt mal ein eigenes Let's Play macht. Habe ich mir jetzt mal drüber Gedanken gemacht, mal so immer wieder zwischendurch und deswegen ist vielleicht eine gute Entscheidung, weil es noch Erweiterungen sind, eigene, eigenständige im Grunde, also ein komplett so klassisches Add-on im Grunde, deswegen kann man hier auch als Add-on spielen, ja, kann man dann, denke ich mal, ist das dann okay. Klamm des Leviathans. Was haben wir denn hier, was sind das für Typen? Skelettkrieger. Ah ja. Er ist nur tot.
auch tot. Sollen wir noch hier was machen? Ah, hier? Da ist was. Cool. Hä? Was willst du denn? Ja, Level 13, kein Problem, nachdem wir uns schon mal mit Level 17 umgeprügelt haben, ne? Letztes Mal, ihr erinnert euch. Was ist das? Relikt von Etogod. Ah ja. Ein gewöhnliches Relikt des Hauses Etogod. Eine edle Familie mit starker Bande zur Magie. Verkaufe dieses Relikt an Ostergod, um eine Belohnung zu bekommen. Ostergod, Etogod, wie hießen die anderen nochmal? Redagod haben wir noch stehen und Kargod. Ja, Kargod, ja. Was soll man dazu sagen? Kargod, ja. Okay. Weiter geht's. So. Auf der anderen Seite ist ja auch noch was, auf der anderen Seite. Ja, mit Level 13 Gegner natürlich nicht so das Problem wie bei die Level 17er. Die war natürlich die schwer am letzten Mal. Haben wir ja auch nicht geschafft. Aber ich mach später nochmal. Komm her. So. So, hier fehlt noch was. Ne, hier gibt's keine Codes und auch keine. Und auch kein, keine Buchseite oder ähnliches. Ja, gibt's hier nicht. Ich guck hier gerade was, aber. Kann ich gerade mal wegstreichen. Ja, ihr wisst ja, diese Sammelquests, die mache ich nicht gerne. Deswegen habe ich die alle schön hingeschrieben. Ja, schön auf dem Zettel. Ja, ist halt besser, weil. Ja, man muss sich in meinen Augen nicht ganz damit beschäftigen. Man sieht ja so was in der Welt. Man weiß, wo die sind. Ja, also. Ich habe hier in der Regel, wie gesagt, nicht so weit wirklich was, noch irgendwas zu suchen, aber in dem Ausmaß wie in dem Spiel hier wieder ist mir das einfach zu viel. Ja, muss ich mal ernsthaft sagen. Ohne große Hinweise, wo alles ist, ist das blöd. Und ich will ja Nebenaufgaben halt auch erledigen. Aber ich suche das halt nicht selbst, ja. Zumindest überwiegend. Ich habe hier bisher nur geschrieben, in welchem Teil die sind. Also in welchem Gebiet, aber nicht wo genau. Das könnt ihr auch gar nicht hinschreiben. So gut beschreiben kann ich gar nicht. So. Komm her. So was aber auch. Ja, hier geht's auch mal viel zu sehen. Wir können ein bisschen Gegner platt machen. Komm her. Skelett. Ja, kein Thema. Ja, nächste. Bisschen steigen wir ja auf immer wieder. Also ich muss hier ein bisschen rumgucken hier, ja, da geht es auf jeden Fall auch weiter. Da haben wir eine große Tür. Ist hier irgendwas außer Gegner? Ne. Na gut, komm her. Wir müssen ja eh ein paar Erfahrungspunkte sammeln, also. Können wir ja da mal machen hier. Die Waffen steigen ja nicht auf, die Waffen haben ja zum Glück keine Erfahrungspunkte. Bin ja total doof, sowas. Ja, die Waffe bringt nicht mehr viel hier. Die Waffe bringt hier nicht mehr so viel. So, ich renn mal hier durch und mach mal alles platt, was sich hier bewegt. Hier, komm her. Ich bin ja tot. Und jetzt bringe ich immer richtig tot hier. So, Kombos brauche ich auch nicht. Brauche ich mir auch sparen. Man muss ich mal rumgucken hier. Besser genauer schauen. Was ist denn das? Höhle des abgesetzten Königs. Sollen wir da hingehen? Aber ey, ich weiß nicht, ohne Aufgabe. Ich denke, wir kriegen sowieso Aufgaben, wenn wir so dahin müssen. Also würde ich sagen, wir suchen erstmal unsere Hauptaufgabe hier auf. Das heißt, wir finden eine Person, die uns neue Aufgaben hat. Abgesetzter König ist glaube ich auch eine Nebenaufgabe gewesen, ne? Warte mal, vielleicht können wir dann doch mal da rein. Jetzt mal doch da rein. Ja, wollen wir da mal reingehen und mal schauen, ob wir uns da durchhalten können. Aber ich habe das Gefühl, nachdem wir mit meinem anderen Typen schon versagt haben, würde ich sagen, nein, wir machen das später. Ist halt besser. Wir sollten vielleicht erstmal stärker werden, wirklich. Weil wir hatten ja schon Probleme mit dem anderen, mit dem davor, mit dem ersten schon. Weil schon Level 15, glaube ich, war der, glaube ich. Dieser Drache war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Und hier im zweiten Gebiet wird er noch stärker sein.
Na sowas. Was willst du? Oh, was haben wir hier? Was gibt's denn hier zu holen? Wie dann? Ach, wie da lang? Ah ja. Und dann nach unten? Wo landen wir denn hier? Keine Ahnung, wo es hier gerade hingeht. Das will ich immer gern wissen. Aha. Bin erkunden, dann müssen wir dann nochmal. Ja, gut, sind wir ganz unten angekommen. Naja, gut. Nicht so schlimm. Wenn wir wissen, wo wir jetzt hier sind. Ah. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet? Todesgriff. Ha. Mahon. Aha. Ja, und schön. Flug da unten. Ach mal, Lanze. Ja. Ich habe das Gefühl, das wäre eine doofe Idee. Ja, aber versuch mal klug, hä? Ja, ich glaube mal, wir kommen auch noch nicht durch. Ich würde sagen, da kommen wir auch noch nicht vorbei. Weil wir müssen mal diese Teile da kaputt machen. Aber wie mache ich das? Ohne Bombe. Oder? Hm. Mal hauen. So, haben wir hier. Ach da. Noch Bomben. Ja, aber. Komm ich da unten dran? Ah! Komm, der kommt da dann. Vielleicht kommt man da noch irgendwie ran. Aber. Klingt nicht so einfach. So. Mit diesem Käfig. So. Ja. Wie soll man das denn machen? Vielleicht eine Idee. Mal gucken. Mal gucken, ein bisschen rumprobieren hier und gucken, wo wir hier landen. Haben wir hier was gefunden und mal schauen, wo wir hier sind. Oh, wo ist jetzt dieser. Wo ist jetzt dieses Teil, was ich jetzt gesehen hatte? War das hier? Irgendwo war doch jetzt hier so ein Balken, den ich gesehen hatte. Da drüben. Ah, war eigentlich nicht gedacht. Ja, das war schlecht, aber also für das geht hier auch nicht. Ach, der ist da hinten, ne? Hm, probiert nochmal. Einmal noch. Da muss irgendwie gehen. So. Ah! Kann man den überhaupt festhalten da? Oder sieht das nur so aus? Kann man den vielleicht gar nicht auch fest. Kann ich vielleicht auch gar nicht festhalten. Komm ich denn dann da dran? Hm. Ja, keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, so auf jeden Fall noch nicht. Auf was für später. Bringt ja mal nicht da rumzurätseln. Mal gucken. Vielleicht fällt mir Peter was ein.
Momentan fällt mir auf jeden Fall da noch nichts ein. Die Truhen haben immer den Truhen da unten. Was ist hier? Geht's nach unten, aber bringt nichts. Wir wollen mal fragen, wie kommen wir denn wieder nach oben? Wie komme ich denn wieder hoch? Hä? Ach, hier. Hier komme ich da nach oben. Guck mal an, die Leute sind da. Hä, komme ich nicht mehr hoch? Wäre natürlich doof. So, jetzt hier wieder nach oben. So, also kein Problem. Also hier können wir auch noch nichts machen. Müssen erstmal, glaube ich, vielleicht ein paar Sachen noch finden. So, oh, war ja mal nett zu wissen. Ja, Wissen schadet ja nicht. So, noch ein paar Gegner, aber hier geht's offenbar überall nicht weiter. Bumm, da war er tot, hat er ohne, dass er wusste, was passiert. So. Ja. Ja, nett. Da, diese Tür ist zu.